Stiftung Warentest sagt, die Huawei Watch GT 3 misst besser als die Apple Watch. Jetzt gibt's die Huawei Watch GT 3 Pro, die ich schon seit 14 Tagen am Handgelenk trage. Aber ist die ihren stolzen Aufpreis wert? Die Huawei Watch GT 3 Pro gibt es in zwei Größen. Einmal mit 43 mm und einmal mit 46 mm. In der größeren Variante bekommt man sie mit einem Titangehäuse. In der Variante, die ich hier trage, das ist die 43 mm Variante, gibt's eine Keramikversion. Wer jetzt denkt, die kleinere Version ist auch die günstige, der liegt falsch, denn die hier kostet stolze 499 €, während die größere ein bisschen günstiger ist, aber immer noch mit 369 € zu Buche schlägt. Das sind 70 € mehr als beim Vorgänger und ich frage mich jetzt, was macht sie besser als der Vorgänger und was macht sie besser als die normale Huawei Watch GT 3? Huawei setzt auch in dieser Generation wieder auf Saphirglas und Alex benutzt privat den Vorgänger, die Huawei Watch GT 2 Pro, die das ebenfalls schon hatte. Und Saphirglas verspricht einfach deutlich kratzfester zu sein und laut Alex ist das auch noch der Fall, kaum Kratzer zu sehen, vielleicht so lange bis in Australien irgendein Koala vielleicht mal einen Kratzer drauf macht. Bisher sieht es aber noch gut aus. Allerdings bin ich mir bei Keramik persönlich unsicher. Ich kenne es von den Smartphones. Manche Luxus-Smartphones haben eine Keramikrückseite. Das ist ebenfalls sehr kratzresistent, kann aber natürlich schneller brechen. Und gerade bei einer Uhr, wo man vielleicht mal an einer Ecke oder so hängen bleibt, kann ich mir das als potenzielles Problem vorstellen und würde da privat wahrscheinlich eher zur Titanium-Version greifen. Das hat nicht nur verarbeitungstechnische Gründe, sondern auch optische Gründe. Denn obwohl ich diesem ganzen Look so ein bisschen was abgewinnen kann, ist es persönlich natürlich nicht ganz mein Fall. Das liegt allerdings auch daran, dass diese Version eher für die Frauen zugeschnitten ist. Und ich muss sagen, das Technik-Faultier hatte bei dem Event in Mailand ein bisschen zu viel Spaß daran, mir den einen oder anderen Spruch dafür zu drücken. Aber nichtsdestotrotz hat das hier auf jeden Fall was sehr Eigenes. Weiß finde ich grundsätzlich gar nicht so schlecht. Ich muss sagen, wenn ich hier mir diese Zacken angucke, die ja drum sind, da hätte ich persönlich erwartet, dass das eine funktionale Lünette ist. Also so ein Drehrand, wie es zum Beispiel bei der Galaxy Watch 4 der Fall ist. Das geht nicht, aber diese Optik ist wohl angeblich irgendwie einem Muscheldesign nachempfunden und das soll dann irgendwie Tag und Nacht widerspiegeln. Ich habe es nicht so ganz verstanden, sehe es persönlich auch nicht so ganz. Ich hätte es hier ohne dieses silberne Highlight insgesamt ein bisschen cleaner gefunden. Ich habe die Lederarmband-Version bekommen. Es gibt aber auch dafür sogar noch ein Keramikarmband. Das Lederarmband sieht zwar gut aus, aber gerade wenn man damit öfter Sport machen will, eignet sich das natürlich nicht ganz so gut. Das fängt dann irgendwann so ein bisschen an zu stinken und auch wenn ihr damit duschen gehen wollt, ist das natürlich nicht ganz optimal, aber trotzdem ist die Uhr nach der ATM5-Klassifikation geschützt und mit einem IP68-Rating ausgestattet und unterstützt jetzt mittlerweile sogar ganz tiefes Tauchen bis zu 30 Meter tief, also eine absolut wasserdichte Uhr. Kommen wir zum Bildschirm der Smartwatch und das ist in dem Fall ein 1,32 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 466 x 466 Pixeln und das resultiert in der größten Pixeldichte, die ich bisher gesehen habe. 352 ppi sind absolut überdurchschnittlich, damit ist man nicht nur höher als die Apple Watch, sondern auch höher als die größere Version der Uhr, denn die hat bei einem 1,43 Zoll großen Display die gleiche Auflösung von 466 x 466 Pixeln und das sind dann ganz normale 326 ppi. Das sind ganz schön viele Zahlen, um einfach zu sagen, ey, das ist ein sehr scharfes Display, aber auch in beiden Versionen. Den Unterschied zwischen den verschiedenen Pixeldichten sieht man meiner Meinung nach nicht. Danach würde ich also nicht gehen. Diese hohe Auflösung ist aber super, um selbst kleine Elemente wie hier in diesem Watch Face gut und schnell lesen zu können, wenn die Augen es noch halbwegs mitmachen. Da es ein AMOLED-Display ist, ist natürlich auch ein Always-On-Display möglich. Das heißt, dass nicht jeder Pixel hier andauernd genutzt werden muss. Und so kann ich das dann einfach aktivieren und bekomme nur die Uhrzeit zu sehen. Ist natürlich gerade im Alltag super praktisch, um eben so mal drauf zu looken. Das Kontrastverhältnis ist gut genug, um das auch selbst aus dem spitzen Winkel sehen zu können. Dieses Watch Face 4 ist eins von, ich glaube, 12 oder 13 vorinstallierten. In der Huawei Health App habt ihr aber auch noch eine Menge nachträglich installierbare Watch Faces, die mittlerweile aber auch ein bisschen Geld kosten. Ich habe eins für 4,99 € gesehen. Da frage ich mich persönlich, wer das dafür ausgibt. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr für ein Watchface bezahlen würdet. Neben dem Touchscreen hat man noch zwei weitere Möglichkeiten, die Uhr zu bedienen, nämlich mit diesen beiden Funktionstasten hier. Auf der Oberseite haben wir eine Krone und die gefällt mir gut. Ich kenne das von der Apple Watch, die Digital Crown, da funktioniert sehr gut, wie ich finde, hat ein sehr schönes Feedback und wir kennen es mittlerweile auch von mehreren China-Smartwatches, wie der Amazfit GT 3 Pro zum Beispiel, wo das auch schon ganz okay funktioniert. Hier finde ich das Feedback aber mit am besten, muss ich sagen, und das geht so in Richtung Apple Watch, kann aber noch nicht ganz mithalten. Erleichtert das Navigieren im Menü und im Betriebssystem einfach aber mega, wie ich finde. Und es ist so ein Feature, was ich persönlich nicht mehr missen möchte. Wenn ihr nicht daran dreht, könnt ihr einfach drücken, um ins Menü zu kommen. Ihr könnt natürlich aber auch weiterhin über den Touchscreen bedienen. Auf der Unterseite haben wir einfach eine zusätzliche Funktionstaste. Vorausgewählt ist sie als Sporttaste. Ihr könnt die Taste aber frei belegen mit jedem Menüpunkt, was ich auch echt super finde, da diese Freiheit zu haben. Es wäre über diesen Apps und über diesen Anwendungen natürlich noch cool, einzelne Funktionen da drauflegen zu können, aber das ist
ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Es gibt nicht nur ein neues Design, sondern auch neue Funktionen und dabei vor allen Dingen neue Sportmodi. Beim Vorgänger waren es 17 oder 18 Sportmodi, jetzt sind es über 100. Und das heißt erstmal per se nicht viel, denn man kann viele Modi einfach draufwerfen und selbst günstige Uhren haben mittlerweile viele Sportmodi. Hier gibt es aber 18 professionelle, die dann hier auch entsprechend vorausgewählt sind und dann kann man noch weitere über den Menüpunkt hinzufügen. Ich habe leider jetzt nicht alle ausprobiert, sonst würde ich vielleicht auch noch ein bisschen anders aussehen. Ich war aber damit joggen, zweimal immerhin. Und ich muss sagen, beim ersten Mal hat mir das Tracking nicht ganz so gut gefallen, beim zweiten Mal allerdings schon. Fairerweise muss ich aber dazu sagen, dass ich ein mögliches Update vor dem ersten Joggengehen dabei ignoriert habe. Von daher wurde das wahrscheinlich damit ein bisschen verbessert. Während des Joggens ist mir schon einfach aufgefallen, wie unfassbar detailliert dieser Sportmodus ist. Man bekommt so viele Informationen, dass mich das teilweise schon ein bisschen überfordert hat, muss ich sagen. Also ich gehe gern und regelmäßig joggen und auch mal tendenziell etwas längere Distanzen, aber anaerober Sauerstoff und so weiter, da schalte ich dann irgendwann aus. Ich muss eigentlich nur meine Zeit und meine Pace wissen. Von daher war das schon ein bisschen too much. Was auch ein bisschen zu viel war, war der Assistent, der dabei voreingestellt ist. Dann irgendwann war ich so laufen und habe den ersten Kilometer hinter mich gebracht und plötzlich habe ich eine Stimme gehört, die dann gesagt hat, ja, sie haben einen Kilometer erfolgreich überstanden. Und ich wusste erstmal gar nicht, was los war. Das liegt daran, dass man hier dann so einen Coach quasi dabei hat, was grundsätzlich eine coole Idee ist. Ich würde ihn aber persönlich nicht voreingestellt lassen. Ist vielleicht besser, wenn ihr dann Kopfhörer damit koppelt, dann hört es nicht jeder, der irgendwie um euch herumläuft. Wie eingangs schon angesprochen, hat die Stiftung Warentest bei der Huawei Watch GT 3, also bei der Nicht-Pro-Version davon, festgestellt, dass diese insgesamt auf Augenhöhe misst wie die Apple Watch, die sonst immer die Warentests da gewonnen hat und ich kann diesen Eindruck bestätigen. Es gibt eine kleine Varianz zwischen den beiden Uhren, die ich mir auch nicht so ganz erklären kann, von 300 Metern. Zudem ist da ein zeitlicher Unterschied von 45 Sekunden und das kommt meiner Meinung nach nicht ganz hin, weil so viel Pause habe ich nicht dazwischen, die beiden unterschiedlichen Trainings dann zu stoppen. Von daher ist das ein bisschen merkwürdig, aber ansonsten bin ich damit relativ zufrieden, auch wenn es da eine Differenz in dem Kalorien-Tracking gibt. Das ist deutlich weniger bei der Huawei Watch GT 3 Pro. Da gefällt mir die Apple Watch schon besser, weil sie einfach mehr Kalorien einem zugesteht und dann kann man ein bisschen mehr essen. Aber nein, insgesamt macht die Messung wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck, auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei dem Schlaftracking, bei dem Pulsmessen, bei der SpO2-Messung. Das hat Huawei mittlerweile dank diesem neuen TrueScene Pulsmesser, der hier unten drin sitzt, einfach richtig gut drauf und die gehören damit zu den besten. Finde ich persönlich, ist jetzt meine Erfahrung, ist aber anscheinend ja auch die Erfahrung von Stiftung Warentest. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch so positive Erfahrungen mit dem Tracking von Huawei-Uhren gemacht? Das Einzige, was so gar nicht hinkommt, ist die Temperaturmessung. Die kann ich hier mal zeigen, wenn ich hier drauf drücke, Hauttemperatur, es waren gerade 28 Grad und jetzt sind es 29,7 Grad. Damit wäre ich offiziell unterkühlt wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was da nicht so ganz funktioniert. Das ist ein bisschen komisch. Und EKG-Messung ist so das nächste Feature, was jetzt kommt und was schon beworben wird. Das ist aber wohl erst nach einem Update verfügbar. Das kennt man soweit ja schon auch von der Apple Watch zum Beispiel und von anderen Uhren. Ist also nichts ganz Neues. Kann man dann hier über die untere Taste messen, indem man dann einfach seinen Finger dran hält. Kann natürlich ein Indikator sein für manche Herzprobleme zum Beispiel. Ist aber natürlich nie ganz so zuverlässig wie ein richtiges EKG und soll nur eine Tendenz mitgeben. Neben der größeren Anzahl an Sportmodi und der EKG-Messung ist vor allem der Golfmodus ein überarbeiteter Modus, der jetzt 300 Golfkurse in Deutschland oder weltweit mit drin hat. Also wenn ihr Golf spielt, könnte das eine interessante Uhr für euch sein. Bin leider nicht so der Golfer, keine Ahnung, was ich für ein Handicap habe, deswegen konnte ich das jetzt für euch nicht ausprobieren. Aber wenn ihr da Erfahrungen gemacht habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das Problem daran ist, dass das schon die größten Unterschiede zu der normalen Huawei Watch GT 3 sind. Wir bekommen hier nämlich das gleiche Harmony OS Betriebssystem mit grundsätzlich den gleichen Funktionen. Wir haben also auch hier einen Lautsprecher und Mikrofon, dass wir telefonieren können. Wir haben Benachrichtigungen, wir können sogar schnell Antworten formulieren. Das geht aber nur mit Android und nicht mit iOS. Dafür haben wir keinen Emoji-Support, was immer noch sinnlos ist, weil die Emojis als Schnellantwort verschickt werden können, aber nicht in eingehenden Nachrichten angezeigt werden können. Wir haben die typischen Smartwatch-Funktionen, die ich euch schon so oft gezeigt habe, wie zum Beispiel Stressmessung, Atemübung, Musiksteuerung. Wir haben ein Barometer drin, was ganz nett ist, ein Kompass, Wettervorhersage, ein Wallet. In manchen Ländern, nicht in Deutschland leider, kann man mit der Uhr auch bezahlen. Wir haben natürlich die Uhrenfunktion wie Timer und so weiter. Wir haben die ganze Navigation in dem Harmony OS Betriebssystem, die man so schon von anderen Smartwatches oder auch von anderen Huawei-Uhren kennt. Das kann man hier frei belegen mit seinen Favoriten, um so einen schnellen Zugriff zu haben. Das läuft auch alles sehr flüssig. Das sind dann teilweise auch hier richtige Verknüpfungen, was ich ganz cool finde, sodass man da draufklickt und dann direkt in die App reinkommt. Das macht die ganze Bedienung immer noch so ein bisschen flüssiger und schneller, wie ich finde. Wir haben ja die Schnellfunktionen, die Benachrichtigungen hier unten gelegen. Wobei ich sagen muss, dass Harmony OS zwar gut ist, aber mir manchmal ein bisschen zu viel gibt und wie beim Joggen auch schon alles ein bisschen too much ist. Das macht Apple meiner Meinung nach noch ein bisschen besser. Die Informationen werden grafisch einfach
einfach ein bisschen besser und deutlicher dargestellt. Hier erschlägt einen das teilweise, so wie ich das schon beim Joggen irgendwie bemerkt habe, ist es mir immer so ein Ticken too much, aber manche wollen ja auch jeden möglichen Datensatz haben, also das ist eine absolute Präferenzfrage. Der Akku ist natürlich ein wichtiger Unterschied zwischen 43 und 46 mm Variante. Wir haben hier einen 292 mAh großen Akku und der sorgt nur für eine Laufzeit von 4 bis 7 Tagen. Das ist schon ein bisschen wenig für so eine Art der Smartwatch, aber immer noch verhältnismäßig viel gegenüber einer Samsung Galaxy Watch 4 oder aber einer Apple Watch. Ich lande tatsächlich in meiner praktischen Benutzung irgendwo so dazwischen. Ich habe sie nicht immer vollständig aufgeladen, manchmal muss das einfach ein bisschen schnell gehen. Deswegen habe ich immer nur so die 4 Tage erreicht, würde ich sagen. Wenn euch die Akkulaufzeit sehr wichtig ist, dann greift lieber zu der großen Version. Da bekommt ihr nämlich einen 455 mAh großen Akku, der so circa 10 bis 14 Tage halten soll. Cool ist, dass man die Huawei Watch GT3 Pro kabellos laden kann. Ein entsprechendes Ladegerät ist mit dabei. Ihr könnt natürlich aber auch einfach jedes andere Qi-ladefähige Ladegerät benutzen. Und das ist so ein ungemeiner Vorteil in der Praxis. Ich finde, jede Smartwatch sollte kabellos geladen werden können. Ich war nämlich auch in der Situation, irgendwo weg zu sein am Wochenende und hatte das Ladekabel vergessen und konnte es einfach woanders mit laden. Es dauert zwar ein bisschen länger, aber einfach diese Flexibilität zu haben, ist super viel wert. Super viel wert ist die Uhr tatsächlich, besonders in dieser Keramikversion. Mit 500 Euro ist es die teuerste Uhr, die ich persönlich bisher an meinem Handgelenk hatte. Teurer als noch eine Apple Watch, die ich mal getestet habe. Und das ist schon mal grundsätzlich eine Hausnummer. Und da finde ich es ein bisschen komisch, denn es ist auf eine Art eine absolute Nischenuhr. Ihr bekommt funktional nämlich eigentlich gar nicht so viel mehr als bei der normalen Huawei Watch GT3, die ihr mittlerweile für unter 200 Euro bekommt. Richtig neueste EKG-Messung und das Golf-Feature und vielleicht auch noch die bessere Wasserdichtigkeit zum Tauchen. Aber das war es im Grunde genommen schon. Ihr bezahlt hier im Grunde dann einfach nur für die Materialien. Nur in Anführungszeichen, denn ihr wisst sicherlich, was eine gute Uhr kosten kann. Titan bzw. Keramik und Saphirglas ist eine Kombination, die man sonst eher selten bekommt. Auf der einen Seite ist sie wirklich für jede Situation gewappnet. Ihr könnt mittags tauchen gehen und damit abends auf irgendeine Party oder auf einen schicken Anlass. Ihr müsst die Uhr dabei nicht wechseln. Auf der anderen Seite ist es aber dafür einfach dann auch relativ teuer, weil man funktional eine Uhr bekommt, die man so auch in der Huawei Watch GT3 für deutlich weniger bekommt. Ich würde sagen, für die meisten Menschen lohnt sich die Huawei Watch GT3 Pro leider nicht. Es sei denn, euch ist das Material und die Optik so wichtig, dass ihr da gern den fast doppelten Aufpreis für bezahlen wollt, dann kann ich das auch irgendwie verstehen. Ist ja auch eine Sache, die man jeden Tag am Handgelenk trägt. Von daher sollte einem das auch optisch gut gefallen. Ich glaube aber, mit der Huawei Watch GT3 ist man da grundsätzlich auch schon happy genug und ist ja auch keine hässliche Uhr. Deswegen verlinke ich euch hier jetzt nochmal Alex vollständige Review zur Huawei Watch GT3 und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Huawei Watch GT3 Pro oder generell von den Huawei Uhren haltet. Like das Video, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!